Das war der Argentinier mit der Nummer 4. Larqué, Nummer 8, Kapitän von Saint-Étienne, ein glänzender Techniker und auch ein Schiedsrichter, kommt aus der Schweiz, Ungerbühler. Hoeneß. Und diese Chance hat Torstensson vergeben. Larqué. Larqué kommt noch in die Mauer dazu. Und Kurkovic, der als ja, jetzt haben die Bayern gesehen, was sie an ihrem Tormann haben, an Sepp Maier. Vielleicht sehen wir die Wiederholung, ja. Mann. Wunder. Der direkte, er liebt ja die Tuchfüllung mit den Stürmern. Großartiger Pass, kein Offside. Wunder, allein aufs Tor und... Mein Gott, war das eine Riesenchance. Die größte Chance in diesem Spiel bis jetzt, und zwar in der 27. Minute hat Klaus Wunder diese Chance, die wir gerade in der Wiederholung sehen, vergeben. Schießt auf direkt den Tormann an, er hat gar nicht aufs Lange angesetzt. Repellini. Und das war ein Fehler, der erste Fehler von war eine gute Chance für Patrick Revelli. Der Kopfball seines Triamphilos. Die Wiederholung. Triamphilos an der Mauer vorbei. Rot. Der Ball kam mit 1:0. Das war wahrscheinlich die größte Chance der Franzosen in der zweiten Hälfte. Durch den neuen Mann, nämlich Lopez. Einer der wenigen großen Schüsse, die man in diesem Spiel gesehen hat. Libero Lopez ganz knapp am langen Eck vorbei zwischen Saint-Étienne und FC Bayern. Ein recht gutes Spiel, schnelles Spiel und ein durchaus verdientes 0:0 für den deutschen Fußballmeister.